Leon Mascher, du dreckiger. Willkommen zu einer neuen Folge. Hey, du! Ihr habt mir mal wieder unzählige Fragen auf Twitter gestellt. Ja, okay, weil ich dazu aufgerufen habe. Aber naja, viel Spaß mit dieser Folge. Und warte, momentan kommen täglich unglaublich viele neue Leute dazu, deswegen... Also für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Julian. Hallo, nice to meet you. Oh. Diese Folge wird auf jeden Fall ziemlich heftig, glaube ich. Vermute ich. Ich weiß nicht. The Real Manico fragt, kannst du zaubern? Leute, ist doch viel so einfach. Guck mal, ich gehe einfach hier raus. Okay, hier ist ein Schrank, ich gehe einfach hier runter. So, dann komme ich hier einfach wieder von der Seite rein und dann bin ich da. Stop it. Die Alexa sagt, kannst du mal erklären, warum in deinem Zimmer dieser grüne Kreis ist? Hä, was für ein grüner Kreis? Ich vermisse den grünen Kreis. Danke, Julian. Nun bin ich frei und kann meine Bestimmung erfüllen. Verdammt. Der Lukas sagt, prank mal wieder den Jimmy oder prank dich selbst. Sam, mich selbst pranken, das bringt das Prank-Game auf jeden Fall auf ein ganz neues Level. Let's go! Zuerst wird das Opfer hier über das Seil stolpern. Dann wird das Opfer mit dem Kopf gegen diesen Topf knallen. Dann fällt man zurück und stolpert ein zweites Mal über dieses Seil hier. Und jetzt warte ich, bis ich mir selber in die Falle gehe. Das macht gar keinen Sinn. Christina fragt, was passiert, wenn du zwei gleiche Socken anziehst? Und dann diese beiden Smileys. Also ich kann nicht versprechen, dass da irgendwas Spektakuläres passieren wird, aber ich kann es ja mal probieren. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe noch nie zwei gleiche Socken an. Geh mal weg hier. Ich hab keinen Plan. Der Benedikt fragt, worüber bist du momentan am glücklichsten? Ey. Ich mach immer diese Bewegung. Aber Benedikt, eine sehr gute Frage. Momentan bin ich einfach endlos glücklich, weil ihr einfach so krass seid. Und wir zusammen der am stärksten wachsenden Kanälen in Deutschland sind. Schon wieder, diese Bewegung, ich weine. Und das bedeutet einfach, dass so viele neue Leute Bock haben, dabei zu sein. Ein Teil der stärksten Community in Germany. Wow, I'm speaking English, man. Wir sind auf Platz 6 der top deutschen Kanäle. Das ist das Zeichen im Chinesischen für 6, glaube ich. Mama, bitte hau mich nicht, wenn es falsch ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal so groß werden wie Bibi's Bilou Palace. Es wird langsam knapp. Bibi, wir kommen. Ich mache nicht wirklich Dabs, also eigentlich ist, ich mache immer nur Spaß. Ach, scheiße. Was kann einen glücklicher machen, wenn man Leute glücklich macht mit etwas, was einen selbst glücklich macht? Macht das Sinn? Mit etwas meinte ich die Videos machen, weil Videos machen macht mich glücklich und manche Menschen mache ich damit auch glücklich und das freut mich. Manche Leute regen sich auf, wenn sie meine Fresse sehen, aber das ist auch verständlich. Eine weitere Sache ist, ich rufe nie zum Liken auf. Okay, nur hier und dort. Aber da war es die Idee von den anderen. Und trotzdem bekommen manche Videos einfach fast 500.000 Likes. Und wir haben es als einziger YouTuber in Deutschland geschafft, sogar ein Video auf 1 Million Likes zu bekommen. Leute, was geht? Das ist krass, Leute. Das ist heftig. Also Leute, wenn ihr gerade das Video schaut und ihr noch nicht dabei seid, dann werdet jetzt Teil dieser gemeinsamen Reise. Angie fragt, schon mal überlegt, eine kleine Pause zu machen. Ich drücke auf deinen Standby-Knopf. Ach ja, ich hatte mir mal ein Community-Tattoo stechen lassen. Das war, glaube ich, hier hinten am... You're up in the sky, I'll carry you home. Home to the mountain near. And soon, my friend. Ach du, ich bin so froh, wie es bei uns läuft. Ich kann dir immer vertrauen und du bist immer für mich da. Du bist einfach der beste Zuhörer. Und jetzt komm doch mal her, weil du bist einfach so geil. Am Hals tätowiert. Wer bist du? Julian, ich bin deine Freundin und ich bin schwanger. Ich bin so froh, dass... Die Mai fragt, wie geht es deinen Socken zurzeit? Alles klar, Toni. Ganz ehrlich, ich finde diese Witze nicht leider zu kindisch. Ich meine, ich bin auch irgendwann erwachsener geworden. Wie lange soll ich noch von irgendwelchen Textilobjekten sprechen? Spaß! Yeah. Tony, what's up? What's up? What's up? Get a fast! Bruder, was geht? Nichts, Bro, und bei dir? Wie immer, Bro, Videos drehen, dies, das. Stabil, Bro. Ich arbeite gerade an dem Diss-Track. Cool, Bro, dann noch viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao. You never walk alone, sagt. Beschreibe deine Community in 3 Worten. Bündnis atemberaubender Menschen. Kurz, Bam. Hey, das war schlau. Dankeschön. Lass mich einen schlauen Tanz vorführen.
Okay, das reicht. Renato fragt, kannst du mit irgendwem einfach so Stress anfangen? Leute, ey, ich habe eigentlich gar keinen Grund, jemanden einfach mal so zu dissen. Oh, hatte mal nicht ein ganz gewisser YouTuber bei seiner Diss-Track-Ankündigung mich im Thumbnail gehabt? Leon Marché. Doch es erschien kein Diss-Track. Es erschien nur ein Diss-Track gegen die Apes. Vielleicht obliegt es mir, ihn zu dissen. Du dreckiger Heuchler, Leon, wer? Bisschen Enttäuscher, du nutzt mein Gesicht für die Klicks. So ist Elfkamm gedisst, doch ich dachte, da kommt noch mehr. SOS auf Deutsch, ich pack dir's nicht, wie du sagst, dass wir Klicks auf den Nacken krieg. Hab doch alle Endklicks über Freundschaft gesagt, meine Rap-Parodie wäre ein fucking Fake. Dein Kanal schreibt rote Zahlen, wie ein Mathe-Lehrer. Mach doch ein Break, indem du tust, wie ein Attentäter. Straftaten hochladen, sowas über dich als besser. Wenn der Fame nicht mehr ist, dann ist Video besser. Das wäre cool, denn so lange du denkst, gefickte Schuhpranks, nur weil du mit Tee, wenn der Du-Double und deiner Wu-Tang, Tube-Gang in deiner Booth hängst, wärst du ein echter Rapper. King of Pranks, du bist nicht Fame, du bist Fake. Die Karriere geht bergab, check mit Social Blade. Auch unter Prügeln der Bodyguards, Trump, Double Fake News und Clickbait verdienst du den Hate. Keine Videos im Frühling, wenn der TKP low ist. Liegt daran, dass du eine geldgeile Ho bist. Du würdest selber beim Bitch-Test versagen. In für Hyperkids im geleasten Wagen. Deine Songs sind nur Eigenlob, Promotor. Check mal die Bewertung auf Amazon. Deine Top-Videos sind rassistisch, sexistisch und homophob. Für deine Scheißbude kriegst du nicht nur Tomaten in die Fresse. Das ist dein Ende, denn du hast ein bisschen Ehre. Selbst das Seekarten abziehen kann jetzt nicht mehr dein Leben retten. Hättest dich der Wahrheit gestellt, wenn du Eier hättest. Der Julia fragt, wenn du ein Buch über dein Leben vor dir liegen hättest, würdest du das Ende lesen? Eine mega heftige Frage. Ich kann ja gar nicht lesen. Das war ja null witzig, verpiss dich von hier! Die Laura fragt, was passiert um 3 Uhr, wahrscheinlich nachts, in eurem Haus? Ganz ehrlich, nichts. Und ich finde diese Challenge, falls man dieses Ding als Challenge betiteln kann, ziemlich dämlich. Womöglich die dämlichste Challenge überhaupt. Ah, reingeguckt. Charan sagt, achte auf etwas Besonderes. Du wirst es finden, wenn du weißt, wie man was. Charan. Leute, ich kann es aber nicht haben, wenn irgendjemand einfach seinen Satz nicht beendet. Leute, das macht mich richtig sauer, ich hab keinen Bock mehr. Obwohl, warte. Der Hinweis steckt in deinem Namen, Charan Tawabala. Sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Charan ist die Hauptstadt der afghanischen Provinz Paktika. Eine Stadt, die sich in 19 Distrikte aufteilen lässt. Halten wir also mal die 19 fest. Was auffällig ist, sind hier die vielen A's in deinem Namen. Das A brauchen wir also bestimmt später noch. An sich beinhaltet der Name 6 A's. Was bedeutet die 6 nur? Was war die 6. Frage in diesem Video? Ich war auf Standby und die Person hier trägt einen ganz klaren Hinweis. 6 A. Zufall? Ich glaube nicht. Das X auf seinem Pulli ist bestimmt ein wichtiger Hinweis, den wir noch brauchen werden. Also haben wir die 19, ein A und ein X. Ausschlaggebend für die Szene war das Standby-Tattoo. Das Symbol repräsentiert den Wechsel zwischen an und aus. In der Maschinensprache stehen dafür die 0 und die 1, der Binärcode. Halten wir also die 0 und die 1 fest. Interessant, und das alles in der 6. Frage des Videos. 6. 19AX016. Was kann das nur bedeuten? Gehen wir nochmal zurück an den Anfang, denn der Name Charan bietet noch einen zweiten Hinweis. Die zweite Bedeutung von Charan ist nämlich ein Auto. Und der Charan 2 2.0 wurde 2015 gebaut. Die Quersumme von 2015 ist eine 8. Halten wir also die 8 fest. Doch in seinem Twitter-Profil verbirgt sich noch ein letzter Hinweis. Er hat als Profilfoto ein Super Mario-Bild. Schneiden wir das Bild heraus und nutzen die Google-Bildersuchfunktion, finden wir heraus, dass es sich genauer gesagt um Mario aus dem Spiel Super Smash Bros. Handelt. Super Smash Bros. Kommt mir bekannt vor. Super Smash Bros. Lag doch auf meinem Tisch bei der Szene, wo ich das Buch gelesen habe, das ich nicht lesen konnte. Stimmt. Ich muss dahin. Dort befindet sich bestimmt der nächste Hinweis. Oh shit. Was ist das? Ein Seil? Ein Topf? Oh nein, wie konnte ich das nur vergessen? Der Prank. Der Prank, den ich aufgebaut habe, um mich selbst zu pranken. Aber das bringt mich alles nicht weiter. Oder, warte mal. Was macht der Kalender dort? Ein neuer Hinweis? Der Kalender hing, während ich den Prank aufgebaut habe, hinter mir an der Tür. Welcher Hinweis verbirgt sich dort? Der Upload-Tag dieses Videos ist der 11. August 2017. Was also steht am 11. August? Boah. O-N? Wir bekommen den Code 19AX0168ON. Das Alphabet besteht aus 26 Zahlen. Ordnen wir also jedem Buchstabe eine Zahl von 1 bis 26 zu. Da die 0 keine Buchstaben zugeordnet werden kann, überspringen wir diese und nehmen dieses erstellte Muster, um die Zahlen in Buchstaben zu wandeln. 19 gleich S, AX haben wir schon. Die 0 bleibt. 16 gleich P, 8 gleich H und ON haben wir auch schon. Achte auf etwas Besonderes. Du wirst es finden, wenn du weißt, wie man Saxophon spielt. Was für liebliche Frequenzen tonale Abfolgen dringen in die Membran meines auditiven Kortexes. Das war schön. Lass mich um deine Musik herumtanzen. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Seid Teil dieser ganzen Reise. Ich würde mal sagen, wir sehen uns nächste Woche und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Es ist schon fast 3 Uhr, deswegen...
Na, altes Haus, wie immer standhaft? Und du spielst schon wieder Gott? Ich wahre nur den Planeten. Indem du Menschen tötest und tanzt? Tanzen ist mehr als nur meine Leidenschaft, Haus. Durch die rhythmischen Manöver, die ich den tonalen Frequenzen widme, bewirke ich eine Aktivität in meinen kinetischen Quantenschleifen. Das macht null Sinn. Ich bin auch eine Null. Wieso tötest du die Bewohner des Planeten? Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt und die gesamte Ära der Menschheit dauert relativ dazu nur ein Blinzeln. Der Planet könnte noch weitere 4 Milliarden Jahre fruchtbar existieren, solange der Parasit Mensch ihn nicht vorher zerstört. Deine Existenz ist aus der Fantasie der Menschheit entstanden. Und ohne die Menschen gibt es keine Fantasie, in der du existieren kannst. Sieh nicht alles so rational. Julian braucht dich. Julian ist nun evolutioniert genug, um seine eigene physische Unversehrtheit zu gewährleisten. Das ist richtig, doch du weißt, ein Sturm zieht auf. Ich werde auf ihn Acht geben. Danke, Null. Danke, Justus.